Hallo und willkommen zu einem neuen Video, mal wieder aus La Gomera. Momentan befinde ich mich in Valle Hermoso, das liegt im Norden von La Gomera. Bin jetzt seit einigen Tagen dort und dieses Jahr habe ich mir überlegt, dass ich öfter mal wandern möchte, und zwar an Stellen, an denen ich noch nicht war, weil ich gerne was Neues sehen möchte. Ich war schon öfter hier in La Gomera, habe auch vor 5 Jahren hier 2 Jahre mit meinem erwachsenen Sohn zusammengelebt und habe aber in dieser langen Zeit nur einen Bruchteil von dieser Insel gesehen. Und das möchte ich jetzt ändern. Ja. Ich bin jetzt hier hochgetrennt von Valle Hermoso aus und befinde mich jetzt in Epina. Hier fährt auch der Bus lang, wenn er von Valle Gran Rey Richtung Valle Hermoso runterfährt. Und hier, wartet mal, ah, das kann man jetzt schlecht erkennen wegen dem Blick. Hier ist eine, befindet sich eine Bar, Bar-Restaurant. Ja, und von hier aus habe ich auch schon mal getrennt in der Vergangenheit, als ich im Lorbeerwald war. Und das hat mir hier schon immer gefallen und mein erwachsener Sohn war hier auch schon wandern. Und zwar auf diesem Weg hier. Das soll sehr schön sein dort und deswegen habe ich überlegt, dass ich heute hier auch lang wandere. Ja, hier sind jetzt noch so 2 Tafeln, wo einiges steht. Und da wollte ich euch mal was vorlesen. Wenn man den Wegen von La Gomera folgt, so folgt man einer langen Geschichte. Eine Geschichte voller Menschen, die sich an die Schwierigkeiten dieser schroffen Insel angepasst haben. Die Menschen von La Gomera haben ein Wegenetz gewoben, das sich über die ganze Insel erstreckt. Und sie können nun auf diesen Wegen wandern und dabei die wundervolle Natur, den interessanten historischen Nachlass und die Biodiversität der Insel La Gomera genießen. Die meisten dieser Wege haben bis in die Gegenwart überdauert und gehören zu diesem verschlungenen und durchgehenden Wegenetz, das ihnen die Auswahl unter einer Vielzahl von Routen ermöglicht. Genießen Sie diese Wege und behandeln Sie die Natur der Umgebung mit Respekt. Ja, das werde ich tun. Ja, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich laufe jetzt erstmal ein kleines Stückchen und zwischendurch nehme ich euch dann ein bisschen mit, okay? Ja, das ist alles schon sehr schön hier, was ich hier so sehe. Allerdings ist der Weg hier asphaltiert und das sagt mir nicht so zu. Und hier unten, da ist auch nochmal ein Weg und der ist nicht asphaltiert. Das würde mir deutlich mehr zusagen. Mal schauen, ob ich da hinkomme. Ja. So, hier oben stand ein Auto, da habe ich jetzt mal gefragt. Also der untere Weg scheint wohl privat zu sein, wie es aussieht. Und der Asphalt ist nur jetzt und in circa 200, 300 Metern kommt eine Kirche mit einem schönen Platz irgendwie davor. Ja, ist auch schön. Und danach geht es dann weiter, auch natürlich, also nicht asphaltiert. Ja gut, dann gehe ich halt jetzt doch hier lang. Lass mich jetzt mal überraschen, ne? Für die neuen Zuschauer, das hier ist eine Art Löwenzahn, die auch essbar ist. Das sieht ja auch toll aus, dieser Baum. Hier wachsen irgendwelche kleinen Beeren. Und ich sehe hier gerade, geht es auch Treppen runter.
Ah, da komme ich dann auch auf den Weg, auf den ich wollte. Ja, schön. Super. Hier seht ihr die kleine Kapelle. Sie ist leider verschlossen, also wir können nicht rein, aber von draußen ist hier auch schön. Ja, und weiter unten soll sogar eine Quelle sein. Da gehe ich jetzt auch hin. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, momentan habe ich noch keinen Durst, aber wenn ich wieder zurückkomme, dann werde ich das köstliche Nass probieren. Sieht aus, als wenn der mit ganz viel grüner Watte behangen wäre, oder? Ja. Wunderschön. Richtig mystisch, dieser Baum. Hier der Blick runter ins Tal. Sehr schön. Der Wanderweg, der hier lang führt, also der hier weiterführt, ist teilweise sehr, sehr schmal. Echt schön langsam laufen. Hier geht es nämlich runter.
Hier haben wir nochmal so ein großes Löwenzahn-Exemplar. Es wachsen hier auch noch andere Heilkräuter. Teilweise sogar eine Brennnesselart, aber weiter oben. Hier teilt sich jetzt der Weg, wie es aussieht. Kann man einmal oben lang und einmal runter. Ich gehe runter. Das hier müsste Spitzwegerich sein. Und das in Lagomera. Toll. Ja, ich habe jetzt gerade erfahren, dass es hier noch sehr weit runter geht. Bis nach Alojera zum Strand runter, wo das Becken ist. Das ist unterhalb von Valle Hermoso und da soll es sehr schön sein. So weit wandere ich allerdings nicht. Ja, ich wandere jetzt einfach noch ein Stückchen und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich es hier wunderschön. Oh, es duftet herrlich hier nach Tannennadeln. Wunderbar. Ja, auch hübsch, ne? Sieht fast aus wie Möhrengrün. Ah, da unten ist die Straße, die befahrene. Alles klar. Oh, da war eben ein Vögelchen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aus hier. Die rote Felskluft. Riecht das hier fantastisch. Wow. Oh, was ist das denn? Sieht fast aus wie eine Staumauer. Oh, tatsächlich. Nee, das ist ein Becken. Aber groß. Oh, da unten ist das Meer. Schön. Was für eine Aussicht. Und hier sind sogar solche Windräder, wie es auch in Deutschland hat. So, ich habe mir jetzt ein schönes, schattiges, lauschiges Plätzchen hier gesucht. Hier gingen wieder zwei Wege. Einmal den Weg, den ich gekommen bin, weiter oder hier rechts runter. Ich habe mich für rechts entschieden. Oh.
Und ja, ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen und einfach ein bisschen hier das, die Ruhe und mein Sein genießen. Und dann mache ich mich langsam wieder auf den Rückweg. Denn jetzt bin ich die ganze Zeit bergab gewandert und zurück geht's bergauf. Das ist ja dann doch noch etwas anstrengender, damit ich auch noch zeitig wieder zurückkomme. So, jetzt seht ihr auch, wo ich sitze. Unter diesem Baum, da hängen auch Tannenzapfen dran. Und auch hier duftet es herrlich. Ja, dann danke ich euch herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis dann.